Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Genau, und wir haben heute Frauenpower. Zwei Phoebe. Ach ja. Gar nicht gesehen. Hier gibt's ja Zombies. Ah ja, wie waren das schon wieder mit den Ducken, ey? Schon alles vergessen. Auf C. Obwohl der eine direkt zu uns guckt. Da kommt doch. Mathilde Smash! Hä? Achso, Mathilde Smash. Du machst einen auf Halt. Oh, die habe ich auch nicht gesehen. I have some news to share. Hast du schon viel gehandelt mit irgendwem? Nö, nicht so viel. Ich habe mir einmal so einen Händler angeschaut, aber ich habe bei dem nichts gekauft. Hier hat man durchgelootet. Ja, mach mal den Platz. Da hinten sehe ich einen. Ich mach Platz. Du hast ja schon weitergespielt als ich, ne? Ah, scheiße, wir waren schon von hinten anschleichen mit STRG war's. Steuerung. Naja, STRG. Hier sind zwei gelbe Dinger. Also für dich. Phoebe braucht Loot. Und einen Schluck wie damals. Munition immer mit. Hast du gerade einen gekillt? Naja. Das soll hier auch ein Container für mich sein. Hm. Nice. Phoebe, genau. Pistole. Munition. Ah, hier oben. Yes. Bin schon wieder fast voll. Not bad. Not bad. Oh, ein Buch? Kannst du mit einem Buch machen, was lernen? Ja. Vielleicht solltest du dir angewöhnen, dir einen aus deiner Basis als Unterstützung mitzunehmen. Dann kannst du zwischen dem und dem jetzigen Charakter nämlich wechseln und dementsprechend mehr schleppen kannst du dann. Ah, das ist und wir haben schlagkräftige Unterstützung. Na ja, gut, das könnte ich mal machen. Wenn nicht mein halbes Team verwundet wäre. Da vorne ist eine Horde. Straße runter. Ja, die doch haben alle dunkelrote Augen, das heißt, dass sie Fixer sind, ne? Ja, das sind solche Zombies. Aber die zu töten bringt Ansehen. Also ich habe eine Pistole von mir, das können wir die gleich wegnieten. Können wir machen. Aber lass mich das noch plündern. Ich hoffe nur, Phoebe verwundet sich nicht. Also, du machst den Schleichweg schon, ja? Ja, so ein oder zwei kann man so ja mal killen. Ah, Sprit kann ich nicht. Bisschen trauen. Ausdünnen. Scheiße, eine sieht mich ja schon. Außerdem, das sind nur vier, das ist ja wohl wirklich kein Thema. Ja, ja. Ich musste ja nicht von vorne anfangen. Das lag nicht an den Zombies. Nee, glaube ich. Verhungert oder? Ja. Ah, sie werden wohl fit bei dir. Ah, toll, jetzt bin ich müde. Ich kann mir ja schon einen anderen Charakter nehmen. Ja. Ich bin auch voll.
Dann geh home. Ich guck hier noch mal kurz. 8 Slots sind einfach etwas wenig. 8 Slots, ja. Oh, this again. Phoebe hat 7. Kleine Tafel. Premises are empty. That's what I like. Oh, hier ist auch noch ganz viel Kram. Oh, es ist schon wieder. Es wird ja schon wieder dunkel, ja? Yep. Ich habe auch das Gefühl, dass es in diesem Spiel mehr dunkel als hell ist, irgendwie. Oh, den Schuppen kann man nochmal auseinandernehmen hier. Mal den Punkt hier noch annektieren. So, wie sieht's denn aus? That's one more outpost, ready to go. So, einen zusätzlichen Außenposten, der Munition. Haha, jetzt bin ich direkt bei dir gespawnt. Ja, bist du gestorben oder was? Nein, ich habe meinen Anwender gewechselt, weil mein PC müde war. Oh. Ich laufe hier einfach die Straße runter. Ich hätte vorher nicht PUBG spielen sollen. Ich bin noch so PUBG drinne. Ja, ich hatte vorhin bei PUBG das Problem, weil ich meine Aktion auf F mach, E machen Ja, und jetzt fällt mir auch das eine Spiel ein, wo ich beim Runterspringen schnell Schaden gekriegt habe. Das war nämlich das hier. Ich gehe nochmal in das eine Mietlager. Okay. Jetzt habe ich ja wieder 8 Slots frei. Sein, dass wir hier schon mal waren. Hier ist nämlich dieser Handymast. Ja, ich glaube, dass wir auch da mal waren. Auch der 9 mm. Ja, hier waren wir schon mal. Ist auch safe. Da ist aber noch was. I can't do everything myself. So, ich komm mal mit der Ärztin mit. Okay. Weiß nicht, ob die was zu schlagen hat. Wie kann ich... Ich kann dann einfach mit über T auf sie wechseln dann, ja? Und dann... Das Inventar. Hier sind ja schon wieder Zombies gespawnt. Wie geht das denn? Wir haben doch gerade aufgeräumt. Brauchen wir denn momentan, oder brauchst du momentan ganz aktuell irgendwas, dass wir gezielt suchen gehen, oder hast du irgendeine Mission? Ja, aber mit Luke, der ist krank. Hm. Da geht das nicht. Sonst wüsste ich nicht, dass wir... Gibt's überhaupt irgendwo einen Reiter mit Missionen? Nee, ne? Siehst du eigentlich, wenn du auf die Karte guckst? Ja, da sehe ich nichts. Oh doch, hier oben ist was. Von dir ein Punkt, oder? Ne, es ist einfach ein Marker, der gesetzt wurde. Nö. Außer hier ein seltsames grünes Haus, ein Infektionsherd. Na, dann könnten wir das ja sauber machen. Ich hab Munition gefunden. Aber hier davor ist noch eine restliche Laderampe. Da würde ich eher die Stadt gehen mit den Soldaten, gegen die wir kämpfen können. Aber die Soldaten würde ich nicht gern mit Phoebe platt machen und mit der Ärztin, die ich hier habe, ist ja eher so die Person, die gar nicht kämpfen können. Hätte ich am liebsten meinen Soldaten. Ja, ich bin gerade nochmal einen Munitionssack zu dir. Scheiße. Ist ein Clown! Alter! Der war sogar gar nicht schlecht. Und du hast dir wieder keine Unterstützung mitgebracht, ne? Doch, aber die kann nichts. Thank you.
Ja, ich gehe nochmal gerade dahin, wo ich war, vorhin. Das war. Ich glaube, hier die Gebäude. Da war noch viel drin. Ah, ich höre gerade Hunde, aber. Hunde gibt es ja in diesem Spiel nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Könnte auch von draußen sein. Soll ich mit dem Auto kommen? Da können wir was drin lagern, so. Ja, kannst du machen. Bums, bums. Bye. Don't get killed. Hm. Hast du mich erwähnt, dass ich irgendwie das Inventar vom Begleiter da bearbeiten kann? Naja, da brauchst du den Begleiter und dann wechselst du einfach den Akteur. Ah, weil dann hat die eine Mission wahrscheinlich, ne? Partner wechseln. Und dann können wir eine Mission starten. Meine Tante ist eine Prepperin. Ah, und mein Soldat hat sich erholt. Das ist hervorragend. Siehst du, nur ein bisschen Geduld. Kannst natürlich noch deine Krankenstation aufwerten, dann geht das auch schneller. Guck mal weiter rechts, Digga. Da ist was. Nämlich ich! So. Ganz viel Kram. Oh, shiny. Ach, wieder. Bist du weiter in die Stadt reingelaufen, oder? Ja. Denk an die Soldaten, die uns angreifen, sobald wir da hingehen, ne? Sollten Soldaten angreifen? Es gab einen Funkspruch, dass wenn wir in die Stadt kommen, da sind Soldaten. Drei was? Stück. Oh. Und die greifen uns an. Oh, das ist aber nicht nett. Ja, das ist eine andere Sache, aber... Da bist du mit einem Auto jetzt hingefahren. So, about these infestations. Hervorragend. Time to do something. Kannst du das Auto markieren oder sehe ich das? Oh, hier ist direkt ein Infektionsherd. Ja, und. Fahr mal mit dem Infektauto dahin, weil du bist fast nämlich da bei dem Lager mit den drei Leuten. Die restlichen Soldaten, Enklave, neutral. Ich weiß nicht, ob die das sind. Treffen wir uns da bei der Markierung. Alles klar. Ups. Was denn? Blöderweise bin ich gerade bei einem Zombie gefahren. Das ist ja nicht schlimm. Hey! Oh. No more nothing. Nee, aber wahrscheinlich jetzt verletzt. Weil du nicht fahren kannst. Sorry, wenn da irgendjemand in der Mitte of nowhere steht, denke ich, das ist ein Zombie. Ja, ja. Darum nehme ich keine normalerweise mit. Keine... Leute. Nee, ich will nicht ins Auto. Ich würde einfach in den Kofferraum. Komme ich in den Kofferraum? Koffer, Koffer, Kofferraum. Kofferraum. Den Molly nehmen wir mal mit. Das behalten wir auch nochmal. Dann gucken wir mal uns das Infektionsherdchen an, ne?
I've been out here before. It's pretty. Ah, scheiße, jetzt hätte ich Luke haben sollen. Der hat einen Schalldämpfer. Das Ding ist, die sind sowieso drin. Das heißt, in der Regel musst du auch reinlatschen. Naja, ich hab ja Molly. Vielleicht haben wir ja Glück und können uns von hinten anschleichen. Schleich mal vor, Mathilde. Die Musik wird spannender. So, da steht er direkt. Wer? Der Kreischel steht direkt am Eingang. Warte mal, ich schmeiß da gleich Molly rein. Oh fuck. Nicht so gut gelaufen. Hey, careful! Knapp gebrannt! Der brennt doch nicht! Ja, das sind brennende Zombies. Okay, rest easy. The infestations aren't a problem. For now. Sind sie vielleicht brennend auf dich zugerannt und haben dich geschlagen? Du branntest dann auch? Ja, die Zombies haben gebrannt, sind auf mich zugekommen, haben mich geschlagen und dann habe ich gebrannt. Jetzt habe ich Aua. Also nicht so ganz wie gestern beim Night of the Living Dead. Weil da hatten die Zombies Angst. Hier ist irgendwo noch ein Zombie. Hier sind ganz viele gelbe Kisten. Ja, mir wird kein Zombie angezeigt. Aber wir haben den Infektionsherd aber gekillt. Bei mir wird noch einer angezeigt. Den letzten hatte ich abgeschlossen. It's clear. For the moment at least. Siehst du, sie sagt auch, ist alles frei. Okay, ja, jetzt sagt das mir auch. Ja, weil die Dame das wahrscheinlich hier Phoebe erstmal sagen muss. Die ist ja die Chefin. Und wenn die Chefin sagt, es ist alles clean, dann ist clean. Ach, noch mehr so Kram. Was ist aber hier? This will slow me down. Boah, wieder voll. Kannst ja zu der anderen Tussi wechseln. Nee, kann ich eben nicht. Weil ach so, dann die ist das beginnt ja eine Mission. Dann schmeiß mir doch was raus. Nee, ich gehe nochmal zum Auto, war es schon voll. Oh, das. Nee, ich hab da noch nichts reingepackt. Hier draußen ist irgendwo Zombies, aber. Wo haben wir denn das Auto geparkt? Ich hätte mir das Auto mal markieren sollen. Das war da irgendwie, ich hab's markiert. Ja, komm, ich bin komplett andere. Kann man hier über Zäune, Mauern klettern? Oh ja, kann man. Du scheinst müde zu sein. Ja. Sie hat ja auch heute gut gekämpft bisher. Ah, die Taschenlampe bringt ja auch einen Scheiß, oder? Ja, drin bringt die hauptsächlich was. Draußen kannst du sie knacken. Das ist mein Schuh! Sag Hallo zum Schuh! Gut. Haben wir das auch geklärt. So, da packen wir den großen Sack rein. Das. Und dann habe ich wieder ein Slot Platz und ich kann noch irgendeinen Rucksack mäßig irgendwas tragen. Warte, ich kann noch was aus dem Auto nehmen. Ich habe noch Platz. Ja, ich habe auch noch Platz. Darum gehe ich nochmal zurück oder ich gehe in dieses Gebäude mal kurz rein. Ach, damn, this shit is heavy. Okay, jetzt bin ich schwer. Can't believe nobody else found this place. Let's hurry, yeah? Hey, toll, Schrauben, ich bin der Held der Welt. Shut tight. Hier sind noch zwei Kisten, blaue. Zombie hinter dir, hast du gesehen? Okay. Ja, ich habe ja gerade Krach gemacht, um die Tür aufzumachen.
noch drei gelbe Kisten. Oh, eine blaue. Großen Sack könnte ich mitnehmen. Ich sehe den ganzen kleinen Kram. Oh, 8000. Not gonna fit. Aufrüsten. Kaching. So. 9 mm. Zack, mitnehmen. Oh. Muss ich doch was in den Schrank packen, weil dann kann ich noch einen Medikamentensack mitnehmen. Ah, oh, das ist gut. Ich finde hier gerade keinen Sack. Aber ich habe einen 8er Rucksack gefunden. Damn, too loud. Jo. Hm. I could use some help. Ja, können wir auch den nächstes Mal machen. Also ich habe jetzt ich bin jetzt richtig proppen voll. Ja, ich komme auch gleich. Dann gehe ich mal kurz da hoch. Auf das Häuschen. Vielleicht sehe ich ja noch was Neues. Ah, hier hat jemand überlebt. Mit dem Zelt auf dem Dach. Nicht das schlechteste Ort, wenn man bedenkt, dass ja. Die Zombies hier nicht klettern können. Das ist richtig, aber... Im Sommer ist es hier recht warm auf dem Dach. Ich weiß ja gerade, wie es auf der Arbeit ist. Das ist die Hölle. Und wir wohnen... ich habe da mein Büro unter dem Dach. Das ist einfach nur Hölle. So. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle. Ist das mein Magen oder war das ein Zombie? Zombie. Oh, hinter dir, Polizeizombie. Oh, hinter. Na, er hat sich gerade noch so umentschieden. Er wollte erst zu dir, dann nur zu mir. Ach, ist egal. Du fährst. Oh ja, klar. Na, steig ein. Oh. Jetzt war ich doch. Ist ja frech. Ich habe die Haus. Das war schon markiert. Wo wir hin müssen? Wo unser Haus ist? Ja, unser Haus. Also deine Basis. Meine Basis, hervorragend. Time to fucking Ach, glory! Es gibt ja auch Licht. Natürlich. Ich weiß, good job. Nach. Jetzt nach rechts. Juhu, ich hab ein Navi. Wieder nach rechts. Und dann im Straßenverlauf folgen. Danke, Navi. Achte bitte auf Hindernisse. Wie kann man die Tür öffnen? Linke Maustaste. Ah, fantastisch. Sitzt auf der falschen Seite. Ah, fuck. Ich wollte extra mit dem Auto mal einen umnieten. Also bei Teil 1 habe ich mit dem Fahrzeug immer die... Mach auf! Ich sitze auf der linken Seite. Achso, ich bin... Achso. Du hast die Einfahrt verpasst. Du musst ja. Boah, ey, das ist mal verkehrt, das ist furchtbar. Juhu, Autofahren macht Spaß. Das Fahrzeug? Na. Ach, wie steige ich denn aus? E? Oh, ja. Ich habe gerade F gedrückt. Das hört sich gerade mächtig nach Zombies an im Hintergrund. Yo, I'm back and alive, what's good? Good to see you. So. Juhu! Phoebes Ansehen ist gestiegen. So, dann schicke ich... So, jetzt ist nur noch eine Tasche drin. Ja, die hole ich mal raus.
Na, hoffentlich geht mal bald die Sonne auf hier. Vögel zwitschern schon. Die Zombies auch. Sieht aber schön aus hier mit den Kerzen. Ich sehe die Kerzen erstaunlicherweise nicht. Ach so, ich finde das hier romantisch schon. Ui. Ja, in meiner Basis habe ich da auch Kerzen. Okay, dann geht Phoebe jetzt mal Schlafi-Schlafi machen. Damit die Phoebe nämlich schön ausgeruht bleibt. Bett ansehen, Bett ansehen. Also, wir haben vier Sachen, die wir machen könnten. Ja, warte. Ich, ach so. Charakterwechsel. Bird, warum bist du immer noch krank, Junge? Vielleicht solltest du mal gucken, ob du deine Krankenstation aufwerten kannst. Aber wenn ich den starte, kriegst du auch eine Mission. Also alle kriegen langsam eine Mission. Ist ja ätzend. Also dann spielen wir jetzt Bird. Dann kriegt er halt eine Mission. Guck vielleicht erst, ob du das Krankenlager aufrüsten kannst. Okay. Krankenlager. Kann ich ja hier reingucken. Gemeinschaft. Nee, Basis. Krankenstation, kleiner Slot. Hier zum Aufrüsten. Ne, habe ich eigentlich. Ne, geht, dann mach mal. Dauert 16 Minuten. Ich glaube, es wird langsam wieder etwas heller. Oder ich bilde es mir ein. Aber das Haus ist sowieso langsam voll. Ich würde sagen, wir machen die Mission vom Birdie. Okay, wie du meinst. So, wechsle ich jetzt den Charakter. So, wenn du Bird wechselst, brichst du die Mission Baumeister, Rauben, Plündern von Hope ab. Aha. Phoebe. Phoebe. Ah ja, dann. Ach, sie hatte eine Mission gehabt, das habe ich nicht gerafft. Egal, ich mach's einfach. Zack. So, Junge, bist du fit? Du bist ja immer noch nicht fit. Dann darfst du halt nicht verletzt werden. So. Den kannst du auch einfach verbinden. Ach nee, der hat irgendeine Vergiftung. Okay. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab doch vorhin Medikamente gefunden. Hier, Flasche mit Schmerzmittel. Bringt das was? Wer? Rezepte, rezeptfreie Schmerzmittel stellen sofort etwas Gesundheit wieder her. Testen wir es einfach mal. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so viele nehmen, aber... Ich lauf so lange im Kreis. Ich lauf so einfach im Kreis. Ach, da. Lauf mal im Kreis, bitte. Boah. Scrollrad, bitte. Schnauze da drauf. Eine Sache nach der anderen. So, cool. That ain't happening. Oh, kann ich nicht. Wollen Leute schlafen. Kann ich nicht benutzen. So. So nice to see you. Ja, bis dann, Kelly. Ciao. Take care, I say. Wär die Begleiter auch müde? Bitte? Keine Ahnung. Können wir? Yep. It's down, but not dead. Wenn du willst, kannst du auch fahren. Bitte. Danke. Ja, steig ein. Ja, ich gucke nur auf die Karte. Das mache ich ungern, wenn ich fahre. Achso, ja. Da ist eine Horde auf der Straße. Die kann man zum Beispiel überfahren. Eine Wanderhorde. Wollte nur grob gucken, wo wir hin müssen. Ah, und Spritz ist auch halb. Naja, geil. Du bist jetzt Navi, ne? Das ist dir klar. Ja, und du musst Heile fahren. Und muss ich? Ja, da einmal umfahren. Rechts rum. Rechts und dann wieder links auf die Straße. Links auf die Straße, links auf die Straße. Du sollst ihn ja nur. Ja, genau. Und jetzt geradeaus und die Zombie-Horde voraus. Da. Okay. Einmal durch, bitte. So. Einmal hier gleich wenden. Ach, da sind nämlich schon die Menschen. Und da ist die Zombie-Horde wieder. Und drauf.
halten. Waren das alle? Aber wir haben keinen. Nee, da hinten leuchtet noch was. Wollte sagen, wir haben noch keinen Einfluss bekommen. So, Hammer. Hier ist auch noch was. Yes. Hat sich ja gelohnt. Hm, wollen wir trotzdem mit den Leuten interagieren? Die restlichen Soldaten Enklave 3. Ich versuch's. Fahren wir noch mit einem Auto nochmal hin. Die haben ja nicht auf uns geschossen, die haben ja auf die Zombies geschossen. Das sind bestimmt ganz nette Soldaten, die Leute. Genau hier. Ich steig mal aus. Hallo Soldaten. Dürfen wir so reinkommen? Ich gucke mal. Da läuft einer. Ich weiß nicht, was das ist. Ach so, danke. Sprich mit Gibson. Hey, hallo Gibson. So, hallo, hey, hallo. Begleiter anwerben. Du kannst keine weiteren Begleiter anwerben. Scheiße. Infos über die Überlebenden. Kann ja mal gucken, vielleicht kann ich den ja nehmen. Boah, die hat sehr gute Eigenschaften, die Dame. Die ist fast alles sehr gut. Welche? Läuft hier. Ach, man kann die schon wieder ausrauben, ne? Ja. Ja, niemand an. Feuer. Later, oh, Feuer. Zimmerbeil. Zimmermannbeil. Spritzt da alle? Ist cool, dass man die Leute mal ausrauben kann. Ohne, dass die einen den Kopf abpacken oder ja, so. Ja, das... Interessiert die überhaupt nicht? Nö. Oh, komm rein in mein Lager. Ja, hier. Nimm meine Munition. Genau, hier meine Waffe. Wenn du die nimmst, kriegst du auch einen alten Revolver. Hier, nimm. Hm. Ja. Hätte jetzt gedacht, dass die uns vielleicht angreifen oder so, aber... Aber die sind uns ja neutral gegenüber, nicht feindlich. Naja, richtig. Well then. Aber auch gerade bei neutral. Ich gedacht so, hey, wir nehmen die Sachen und dann kriegen wir einen auf den Kopf. Ach, du bist schon im Haus. Außen ist nichts mehr. Na, ich gehe mal aufs Dach. Du hast schon wieder was Schweres gefunden? Ui. Ah, hier oben ist nichts. Ich hab mal wieder Medizin. Looks like we're in the clear. Wow, Medizin. Sind ja alle verletzt, das kann ich ja alles gut gebrauchen, du. Waren drin noch. Ah, hier ist auch noch was. Guck mal, jetzt ist Taylor erholt. Hab die Info übersehen. Wer war Taylor? Ja, irgendeiner deiner Leute. Nee, ich glaube Taylor ist was von dir, oder? Ach so. Ah, stimmt, Taylor ist bei mir. Ja. Die deine Phoebe ist, das ist bei mir Taylor. Ah, so. Ich schlachte mal ein bisschen. All out. Take this place clean. So, ich glaube, wir haben hier alles durchsucht, was wir durchsuchen konnten. Aber ich habe hier nichts Tolles gefunden. Hallo, mein dicker Kumpel. So.
So, wir müssen gucken, wie wir da zu deiner Tante kommen. Ach ja, es war ja die vom Arzt, ne? Hier, warte mal. Sprech die mal an. Ich wechsle mal den Begleiter. Oh, das mache ich, warte. Ach, du hast die Mission abgebrochen. Ja, das war von Phoebe, glaube ich. Doch, die Handachse ist drin. So. Oh, ich kann ihn ja ganz voll machen. Warte mal. Signalantenne. This shit is heavy. Genau, this shit is heavy. Und, aber hier ist noch eine andere Mission. Ne, warte, ich nehme die Tussi. So, jetzt aber. Begleiter, diesen Charakter verwechselt. Also, sie hatte doch keine Mission. Scheiße. Ich habe uns was markiert. Moment. Da ist eine Mission. Dann fahren. Alter, fährt sich doch nicht wie so ein Wagen, oder? Der fährt sich doch wie ein Schlitten irgendwie. Das Fahrzeug. Ja, doch. Schon. Hier links brauche ich uns Hilfe. Kannst du durch den Zaun fahren? Perfekt. Jo. Hat die keine Waffe? Okay. Willkommen. Ich kann dich nicht als Begleiter anheuern. Aber das ist, glaube ich, so einen kannst du doppelt nehmen dann. Ich könnte gerade wirklich ein paar Medikamente gebrauchen. Die Hütte hat vielversprechend ausgesehen, aber ich kann nicht alleine hingehen. Kannst du helfen? Ich bitte einen Ferntausch. Ja, machen wir, komm. Ich gehe hier gerade nochmal auf den Aufsichtspunkt. Ich kann das. I'm right behind you. Meine Güte, wie hoch ist denn dieser Wasserturm? Ich warte noch auf dich, dann sind wir eine Vierer-Squad hier. Ja, die schubsen sich gegenseitig weg. Ach, da kommt schon. Und findest du was? Oh ja. Oh. Wie machst du das mit den Rutschen? Naja, auf Shift, also so wie man auch rennt. Okay. Please let this be the right place. Jetzt hier raus. I see a Zed over there. Genau, bei den Autos. So, mal gucken, wie viele Zombies drin sind. Da rechts ist schon mal ein... wahrscheinlich ein Infektionszombie. Oh, endlich wird's heller hier. Ach, das ist eine Horde, glaube ich. Dann lass mal leiser vorgehen. Gehst rechts, Willst du ihn anlocken, oder was? Nee, ich schleiche um die... Links, oh. Links! Da ist nichts mit Schleichen. Da kommt er auch schon. Ah doch, die haben's gecheckt. Hacke, Hacke, Peter. So. Jetzt haben wir ja quasi aufgeräumt hier. Locked up. Too fucking loud. Wollte dich von hinten angreifen. Ich hab's von hinten zerstückelt. Danke. Was lebt denn da noch? Oh, blauer Behälter auf dem Klo.
Ja, es muss. Lass mich nicht durch. Bisschen voll hier. Jetzt hänge ich hier in der Ecke fest. Ich kann nicht vor, ich kann nicht zurück. Ja, lass mich doch durch. Dann komme ich da raus. Die folgen mir doch alle. Folgen dir und stehen mir im Weg. Ah, Benzin für unser Auto. Hoffentlich. Nee, es sind Schrauben im Benzinkanister. Look what I found. So, ich habe für die was gefunden. This is it. Ich auch. Dann hier Mac. Hier bitte, sag Medizin. I hope I can return the favor someday. Wird ja da hinter dir was hingelegt. Ja, wo denn? Ja. Ah, Munitionssack. So, wo haben wir das Auto stehen gelassen? Aber hier links war noch eine Scheune, okay, ne? I think we got friendly over there. Oder rechts? Nicht blind? Hatten wir das Auto am Wasserturm abgestellt? Ja, ich glaube, aber hier, das wollte ich nur angucken, was du mal hast du markiert, oder? Ja, yeah, diese eine Mission. Mission? Ja, von den Soldaten. Ja, hier ist eine baufällige Hütte. Moment, ich kann gerade nicht gucken, hier ist ein Zombie. Ach, du rennst ja komplett. Nein, nicht den Zombie töten! Du machst da wieder nicht gegen den fahren oder so, ne? Das ist ein solchen Zombie, der macht Platzi Platzi. Danke. Das erkennt man, habe ich sogar auf der Map erkannt. Ja, ja. Dann schieße ich den eben. Ja. Gut, dass ich das gesagt habe. Das ist auch ein ekliges Zeug. So, die baufällige alte Hütte. Da ist ein Auftrag. Die restlichen Soldaten. Dorgan braucht Verstärkung. Ja, okay. Jetzt habe ich auch keinen Platz mehr. Na, Motto ist auch keinen Platz mehr. Dann, ja, fahr mal home. Hey! Ich bin doch gar nicht drauf! Dann sag... Ich hab doch gesagt, ich bin noch gar nicht drauf. Jetzt kannst du fahren. Ich bin noch gar nicht tot. Ja, jetzt kannst du fahren. Markierst du mir zu Hause und bist du mein Navi? Wo ist denn unser Zuhause? Deswegen würde ich sagen, wir fahren da einmal kurz hin und helfen dem. Ja, ich bin voll. Fahren wir zweifelsfall nochmal hier hin. Ah. Das Hin- und Herfahren kostet nur Sprit. Ja, aber was soll ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja wieder Sachen sammeln, die ich nirgends unterkriege. Sind beide Figuren voll? Ja. Hey, who's that over there? Behaupte ich jetzt einfach mal so. I need help! War man nicht hier schon mal? Oh, you found me. I owe you. Hey. Take it easy. Hey. Wir waren in so einer Hütte schon mal. Ja. Ich hatte gehofft, ein Infektionsherd in der Nähe zu beseitigen. Kannst du mir helfen? Ja, komm, machen wir. I'm sure are a lot of infestations cropping up lately. So, ich habe nämlich auch schon auf der Karte gesehen. Ich glaube, den hören wir auch schon quasi. Ich habe mal markiert. Okay. Habe ich überhaupt? Ach, ich hätte doch noch Platz. Das ist eine wandernde Horde, die du markiert hast. Ach so. Warte. Ja, da, stimmt. Wo wir hin müssen, ist bei uns auf dem Weg nach Hause. Ach, genau. Dann guck ich auch noch mal rein da. Das kriegen wir hier wenigstens wieder mal Licht. Na, Essen. Essen kann ich noch tragen. Ja gut, hier in der... Ich schmeiß dir die Box einfach hin. Warte. Das war rechts, ne? Ja. Oh, diese Menüführung. Well, I don't hear anything lurking about. Thank goodness. Something we can use. Mehr. Ah, du bist schon da oben am gucken.
Ich glaube, so ein Gebäude hatten wir auch schon mal irgendwo gefunden. Ja, ja. Eine Waffe und Munition. Gut. Mehr kriege ich jetzt. Jetzt bin ich ja wirklich voll. Boah, ich kann doch jetzt den. What up? I've got your back. Den wieder wechseln. Und diese, der hat noch Platz. Haha! Das mit dem Wechseln ist eine hervorragende Idee. Ich Mathilde, weiß. Das ist wirklich gut. Ich weiß. Ja, man merkt einfach, du hast das Spiel schon länger gespielt als ich. Du kannst doch gerne mal mich besuchen kommen. Boah. So. Ah, wir hören schon links wieder irgendwas stöhnen. Yeah, it's time to look elsewhere. So, ich komme. Alle Mann ab ins Auto. Nächster Halt Zombie Time. So, alle sind drin, kannst fahren. Ups. Genau, einfach die Straße runter und dann kurz querfeld ein und dann zum Haus. Da querfeld ein. Oder auch nicht. Der Infektionstest ist das blau markierte. Hä? Willst du hin? Gelb! Warum? Ich denke, da müssen wir hin. Seltsames grünes Haus. Infektionsherd. Es gibt zwei Infektionsherden. Ah, okay. Aber wir haben jetzt auf einmal drei Infektionsherde. Dann den blauen. Dann sind wir ja da. Und die kommen ja schon. It's coming on over. Shit's getting real over here. Send help now. Our neighbors just stole every scrap of medicine we had. How are we supposed to put up with this shit? That thing you wanted done? Man, I'm doing it right now. Schreier. What this town needs is law and order. We can't stand by and watch bullshit like this happen. We don't agree with our plan. Better luck next time. I'm ready to head home. Jetzt können wir ihn nach Hause bringen. Oh yeah, that's cool. Okay. Yeah. Maybe we're not gonna die after all. So, ich weiß aber nicht, wo der jetzt sein Zuhause ist. Hm. Das blinkende gerade? Im Waffenladen? Keine Ahnung. Ah ne, hier, hinten. Ne, was ist das denn? Oh ja, da müssen wir weit fahren. Ist es nee, das? Sheriff, das ist gestohlene Medikamente. Nee, ist irgendwie von Bird eine Mission. Hey Junge, wo ist dein Zuhause? Vielleicht musst du nochmal mit ihm reden? Lass uns dich nach Hause bringen. Works for me. Er ist einverstanden. Ich habe keine Ahnung, wo sein Zuhause ist. Ist er vielleicht bei diesen drei Soldaten da? Vielleicht hier links? Hier so? Guck mal hier! Ach, hier gleich um die Ecke. Ja? I need to bend your ear for a second. Ah, okay. Er will mit dir reden. Well, thanks. Ja, bitte. So, Jorgen, ich will ja nicht prahlen, aber du hast heute ein paar gute Freunde gemacht. Wir waren alle beim Militär. Ich dachte, dass wir mit dir so. Ach, ich nehme das hier. Militär was? Dann seid ihr wohl ziemlich krass drauf. So. Now, before the pullout, the army had labs creating a cure. In their absence. Red Talon's working hard to finish the job. We won't let you down. Just trying to serve our country as best we can. Yeah, okay. Listen, I'm out. Our new neighbors are pretty damn badass.
I say we stay on their good side. For the year. So, wir können entweder direkt diesen Infektionsherd in dem Gunshop machen oder nach Hause fahren. At home. Home, home? Wir sind voll und die Leute. Oh, ach, da hat noch was hingeworfen. Nehmen wir nochmal mit. Home, home. Müssen wir ja nur die Straße runterfahren, wie praktisch. Genau, einmal aus dem Rum. It's good to have friends like these out here. So. Geht das nicht mit der linken Maustaste? Sogar auf dem Parkplatz. Ja, fantastisch. ¿Qué pasó, vatos? Yo, got a bunch of supplies for us here. Kein Platz mehr? Verdammte Axt. Dann musst du wohl dein Lager aufrüsten. Ja, haha. Kann ich aber nicht. Doch, ganz rechts. Ja, aber da fehlen mir die Gegenstände zu. Was fehlt denn? Baumaterial, 10 Stück. Und Wissen über Konstruktion oder Wissen über Elektrizität oder Wissen über Munition, Wasser. Tja. Muss hier wohl mehr verbraucht werden, würde ich sagen. Ja, schon. Ist halt so. So, ah, ich sehe auch schon, wir haben auch schon über 50 Minuten gespielt. What? Ja, ich mache hier mal einen Break. Sind doch erstmal zu Hause, können uns erstmal wieder auspacken und ja. Ich würde sagen, nächstes Mal, wenn es wieder losgeht, wenn wir wieder rausgehen in die Wildnis, in die zombieverseuchte Gegend, machen wir wieder ein Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, am besten ein Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann. Tschüss. Tschüss.